Hallo ihr Lieben! Hallo! Willkommen im Würfel und Zucker. Ich habe mal wieder Anni hier und Anni und ich wollen euch was Neues zeigen. Und zwar... Heute geht es um Match of the Century. Das ist gerade ganz neu rausgekommen. Reines Zwei-Personen-Spiel. Es geht um Schach. Es ist aber kein Schachspiel, sondern es greift auf die legendäre Partie von Fischer versus Spassky, die 1972, wer kennt sie nicht, stattgefunden hat zwischen dem damaligen amtierenden Schachweltmeister und seinem Herausforderer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber falls euch das interessiert, das steht als Flavor und als Story auf jeden Fall auch in dieser wunderbaren Regel. Und, nicht in nur diesen, eine Regel, ja, sondern auch. Wir haben hier den historischen Überblick über das ganze Match. Also wer sich richtig rein vertiefen will, ja, viel genau. Spaß. Aber dieses Spiel ist nicht nur was für Freunde des gepflegten Schachspiels, weil das Schachspiel selber findet in diesem Spiel so nicht wirklich statt, finde ich zumindest. Hallo? Also ihr müsst nicht wissen, wie bewegen sich eigentlich Läufer, Springer. Egal, jetzt lasst das so. Ihr müsst nicht wissen, wie bewegen sich denn Läufer, Springer, Dame etc., weil das ist hier gar nicht Thema. Es ist ein Duell und es ist ein kartengesteuertes Duell. Ja, wie man es bei Schach erwartet. Absolut, absolut. Und es ist asymmetrisch und so sieht der Aufbau aus. Es ist auch, wie man klar erkennen kann, Schach, Schwarz-Weiß, ganz, ganz offensichtlich. Hier diese türkise, wunderschöne Farbe. Und hier, das sind unsere beiden Lieblingsfarben, ne? Ja, da haben Moritz und ich auch lange dran gearbeitet. Ist genau, das so? Diese Farben auszuwählen. Also es sind wirklich unsere beiden Lieblingsfarben, ne? Das ist schon ein bisschen crazy. Wobei es ist ein bisschen, also die Figur ist genau richtig, die Karten sind mir ein bisschen zu rot. Wunderschön. Ich habe heute leider nicht die passenden Klamotten, manchmal trage ich auch andere Grüntöne. Ich habe die passenden Ohrringe an. Stimmt. Ja. Anyhow, so sieht's aus. Das ist das Spielfeld und wir haben hier einen Kartenstapel. Und ich bin in dieser Runde Fischer und du bist Spassky. Und es ist tatsächlich so, dass man in der einen Runde die schwarzen Figuren spielt und in der anderen die weißen. Was bedeutet das? Diese Karten sind so doppelt und man könnte eine Karte entweder so rum hinlegen oder so rum hinlegen. So rum oder so rum an die hier befindlichen Duelltische. Genau. Denn das hier sind quasi vier Tische, an denen jeweils ein Match stattfindet, wo Schwarz gegen Weiß spielt. Genau. Anni fängt an mit Weiß, spielt in der ersten Partie Weiß. Das heißt, ich darf in dieser Runde nur, ich habe es genau andersrum gemacht, ich müsste die Schwarzen so hinlegen, zum Match ausgerichtet, und du die Weißen. Mhm. Und es gibt verschiedene Tische, an denen gespielt wird, hat Anni schon gesagt. Tisch 1, 2, 3 und 4. Und je nachdem, an welchem Tisch man gewinnt, bekommt man auch entsprechenden Schritte auf der sogenannten Vorteilsleiste. Das ist so ein Schieber, der schiebt sich so hin und her, je nachdem, wo du gerade gut bist. Also mal angenommen, ich würde jetzt an Tisch 3 das Match gewinnen, dann dürfte ich 3 Schritte in meine Richtung gehen, 1, 2, 3. Aber wenn Anni dann an einem Tisch gewinnt, dann würde sie den halt wieder zurückziehen, entsprechend vielleicht auch auf ihre Seite. Und interessant ist es, nach vier, das nennt sich hier Angriffe, ich finde das gar nicht so angriffig, aber so ist der Jargon in diesem Spiel. Aber nach 4 Matches, sag ich mal so, guckt man halt, auf welcher Seite ist dieser Vorteilsmarker. Und je nachdem, wo der ist, darf man dann mit diesem König eventuell Schritte auf dieser Leiste machen. Und wer da tatsächlich dieses überschreitet, dieses Helle,
Dahin schreitet. Ach, guck mal. Wer diesen Punkt erreicht. Ja. Sind bestimmt genauso viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Aha, siehst du. Aber trotzdem geht es hier drum. Denn das hier ist die geistige Kapazität quasi, die geistige Verfassung, die immer bestimmt oder ansagt, was man zu Beginn einer neuen Runde bekommt an Ressourcen, wie viele Karten man bekommt und wie viele Bauern. Und wenn man Geisteskapazität verliert oder gewinnt, dann verändert sich dieser Marker und entsprechend verändern sich die Startbedingungen für die nächste Runde. Genau. Wenn man zum Beispiel am Tisch, der am meisten Punkte gibt, gewinnt, dann kriegt man immer auch einen Abzug aus seiner Leiste, weil es echt anstrengend ist. So ja, Tisch 4 ist der anstrengendste per Definition und da verliert man dann geistige Kapazität. Ja. Man kann allerdings auch geistige Kapazität über diese Karten verlieren. Also da sind schon so ein paar Effekte. Wie funktioniert das jetzt ganz konkret? Wenn wir Karten uns gegenüber legen an diese Tische, wird geguckt, wer hat die höhere Zahl, falls es eine höhere Zahl gibt. Und derjenige mit der niedrigeren Zahl, der dürfte den Effekt ausführen. Der auf seiner Karte ist und der quasi immer zu einer Farbe dazugehört. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier, wenn ich jetzt hier weiß spiele mit der 2. Und ich spiele zufällig diese, warte mal, ich muss ja auf schwarz gucken, hier, warte, kurz. Ich spiele diese 4. Dann hätte Silke gewonnen. Der Marker geht 2 Schritte in ihre Richtung. Ich bekomme aber diesen Effekt. Und damit würde Silke ein Dings verlieren. Mhm. Genau. Und hätte in der nächsten Runde schlechtere Startbedingungen. Mhm. Und wichtig ist noch, wenn man merkt, man kann, man hat quasi die gewonnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn der Marker jetzt bei Silke schon bei 4 ist und es ist nur noch der eine Tisch frei, der gespielt werden kann, dann endet die Partie, weil dann kann ich das nicht mehr aufholen. Ja. Richtig. Genau, also es kann durchaus sein, dass das vorzeitig beendet wird und gar nicht alle 4 Tische gespielt werden, weil man ganz da eindeutig sieht, dass das gar nicht mehr gewonnen werden kann, rein rechnerisch. Genau. Und auf den Karten sind immer diese lustigen Zeitungsartikel und sowas drauf. Also wer Spaß hat, da richtig einzutauchen, kann sich voll in dieses Match vertiefen. Mhm. Ja, das finde ich übrigens sehr, sehr nice. Also den Fluff-Text finde ich total, total cool gemacht auf diesen Karten. Es ist wirklich sehr, sehr witzig auch. Aber diese Zeitungsartikel sind, also das ist wirklich nur Show. Das hat nichts mit der Spielmechanik zu tun, sondern es ist einfach nur so ein nice to have, was ich aber ganz besonders charmant finde. Genau, und die Karte hat wirklich immer nur quasi die Farbe, die Punktzahl und den Effekt, der quasi immer zu einer Seite dazugehört. Und es gibt immer noch eine Möglichkeit, das Spiel zu beeinflussen. Wenn ich zum Beispiel keine guten Karten habe, habe ich immer noch die Möglichkeit, meine Bauern bis zu 2 dazu einzusetzen. Und damit würde ich jetzt quasi mit einer 4 angreifen. Mhm. Bei jeder Bauer die Karte um einen Angriffspunkt verstärkt. Genau. Richtig. Und Bauern bekomme ich durch die Runden, manchmal auch durch Spezialeffekte. Mhm. Genau, aber wenn die aufgebraucht sind, sind die aufgebraucht. Das heißt, wir haben nicht von Anfang an unsere eigene Kollektion an Bauern, sondern die müssen wir uns im Laufe des Spiels quasi freischalten. Genau. Wo du jetzt gerade sagst, Bauern bekommt man dazu. Also es gibt zum Beispiel so eine Karte, diese hier. Mal angenommen, wir würden das so machen. Dann hätte ich hier, ich spiele ja in der ersten Runde schwarz, weil Anja weiß ist. Und dann hätte ich hier auf jeden Fall die unterlegene Karte, weil 2 mehr ist als 1. Und deswegen kann ich aber hier diesen Effekt ausführen. Und da steht drauf, nimm dir entweder eine Karte dazu oder nimm dir einen Bauern dazu. Und die Effekte, es gibt immer 2 Effekte pro Karte. Und man muss mal gucken, die große Figur, die hat immer, also die groß abgebildete Figur, die hat immer diesen Haupteffekt. Und die kleinere abgebildete Figur hat immer so einen, sag ich mal, etwas schwächeren Nebeneffekt. Ja. Eigentlich war es das auch schon. Das war es schon, genau. Es hat die strategische Planung ein bisschen vom Schach. Wir haben jetzt mit einigen Leuten schon gespielt, die auch in Schachclubs sind und wirklich viel Schach spielen. Und die waren alle am Anfang erstmal ein bisschen skeptisch und nach dem Spielen alle sehr begeistert, weil du
wenn du da voll drin bist in dem Schachthema, dann kannst du plötzlich mal mit Leuten dich mit diesem Spiel beschäftigen, die dieses Spiel nicht spielen können oder wollen. Ja, ja. Also das Schach, das richtige Schach. Genau. Und genau. Ich war sehr skeptisch, ehrlich gesagt, als ich den Prototypen gespielt habe, weil ich kann zwar Schach spielen, aber es ist jetzt irgendwie nicht meine große Leidenschaft. Aber ich habe es das erste Mal gespielt und war total begeistert. Und es hat halt wie bei Beer and Bread diese Multifunktionskarten, die einfach irgendwie cool sind, dass du immer schon ein bisschen vorausplanen kannst, was du wann wie einsetzen willst und was du dir vielleicht noch aufhebst und zurückhältst. Und Ja. Du hast unterschiedlich viele Karten am Anfang einer Partie und wir spielen auch mehrere Matches, bis unser König dann tatsächlich die andere Seite oder über diesen Punkt gegangen ist. Und dabei wird auch oftmals die Farbe gewechselt. Das heißt, Schwarz und Weiß wechselt durchaus hin und her, sodass ich das tatsächlich Sinn ergibt, dass ich auch weiße Karten in meinem Deck habe und die auch benutzen kann. Das Deck bleibt immer bei derjenigen Person. Das heißt, Türkis spielt immer mit dem türkisen Deck und Rot spielt immer mit dem roten Deck. Und dann ist es halt von Match zu Match, also von Partie zu Partie unterschiedlich, ob man die schwarzen oder die weißen Figuren nach oben legt, was natürlich einen riesengroßen Unterschied macht. Und du hast nur eine bestimmte Anzahl von Karten von Anfang an auf der Hand. Das heißt, du hast, je nachdem, wo jetzt gerade dieser Marker steht, der Konzentrationsmarker, also ist der ein bisschen weiter nach unten gerutscht, weil du dich in der letzten Partie zu sehr konzentriert hast, dann bekommst du nur noch 5 Karten zur Auswahl und auch noch nur einen Bauern. Und wenn du dich noch mehr konzentrierst, dann verlierst du hier sogar noch Schritte auf der Vorteilsleiste. Hingegen, wenn du dich wenig konzentrierst, dann kann es auch durchaus sein, dass du mal ein bisschen was dazu bekommst. Und dass du dann eben startest mit 7 Karten und 3 Bauern sogar in einer Partie, was natürlich sehr, sehr mächtig ist oder gleich schon Schritte auf der Leiste machen kannst. Und wichtig ist noch, wenn man durch seinen Stapel durch ist, also durch sein Deck einmal durch ist und man muss es neu mischen, dann verliert man auch immer mentale Ausdauer. Ich habe mal nachgeguckt. Und, genau. Das ist blöd. Genau. Also möglichst nicht. Das heißt, wenn du viel Karten nachziehst, es gibt diverse Effekte, die dich Karten nachziehen lassen, dann hast du natürlich eine größere Auswahl, weil du mehr Karten von deinem Stapel zu Gesicht bekommst und dann mehr, vielleicht stärkere Karten raussuchen könntest. Aber dann bist du in der nächsten Partie eben ein bisschen gehandicapt, weil wahrscheinlich dein Kartenstapel vorher leer ist und du mischen musst. Und du dann dementsprechend mit weniger Karten startest. Richtig. Was ist so der Standard, wie oft man so hin und her spielt, bevor da tatsächlich einer gewinnt? Weißt du das noch? Extrem unterschiedlich. Also Standard ist wirklich schwierig. Es kommt darauf an, wie schnell, also entweder ob schon mal jemand gespielt hat oder wie schnell die Personen durchsteigen, wie man es quasi angehen kann. Also man kann es, die Partien können sehr unterschiedlich lang sein. Also ich sag mal so, im Zweifel bist du du machst immer so viele Schritte, wie auf dieser Vorteilsleiste abgebildet ist, mit dem König. Also sobald eine Partie zu Ende ist, guckt man halt, wer auf der Vorteilsleiste entsprechend der Gewinner ist, und dann wird ein Schritt mit dem König in eine Richtung gezogen. Das bedeutet also, dass wir mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6 Partien spielen müssten als Minimum, bevor das ganze Spiel endet und irgendjemand tatsächlich de facto gewonnen hat. Ja. Das ist meistens mehr als 6, weil das ist ja nicht immer so, dass der eine so übermächtig ist und jede Partie gewinnt. Hoffentlich ist das so, aber es ist so. Das heißt, man spielt also wirklich immer und immer wieder hin und her und man geht dann auch häufiger mal durch seinen Kartenstapel durch, weil so viele Karten sind da nicht drin. Und wenn du so 7 auf die Hand kriegst... Ja, aber man kann das schon recht lang strecken. Also ich hatte neulich mal eine Partie, da musste ich wirklich nur einmal durch, aber da habe ich auch nicht gewonnen. Naja, genau. Ja, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Tauziehen für 2 Personen. Ich finde das Schachthema ganz fantastisch umgesetzt. Ich war anfangs übrigens genauso skeptisch wie du, weil ich so dachte so...
ein Spiel, das um Schach geht, ich weiß ja nicht. Aber die Mechanik hat mich doch sehr überzeugt. Ich hatte den Prototypen auch schon vor einigen Jahren gespielt. Und ich finde, wie das jetzt alles optisch umgesetzt worden ist, finde ich wieder sehr, sehr gelungen. Also, ja. Na, vielleicht sagen wir noch ein paar Fakten dazu. Ja. Genau, Match of the Century erscheint bei Deep Print Games, kommt im Oktober raus. Autor ist Paolo Mori. Und die Grafiken, beziehungsweise es sind ja nicht so richtig Illustrationen, aber die Umsetzung hat Clemens Franz gemacht. Mhm. In enger Zusammenarbeit mit Victor natürlich wieder. Und wer ist Victor? Victor, dieser Victor, das ist Victor Kobylke. Vielleicht einer der besten Spieleredakteure der Welt. Auf jeden vermutlich. Fall. Genau. Und Teil von Deep Print Games. Ja. Genau wie ich. Ja, genau. Ja. Wir hoffen, ihr seid interessiert und wollt jetzt unbedingt mal das Match of the Century spielen und wir wünschen euch viel Spaß damit. Ab jetzt im Wutz spielbar.